Morgen geht es um den großen Überbegriff Pferdefleisch und Konsumententäuschung. Doch wir werden dort einen Debattenbeitrag einbringen. Wir haben ja schon mehrfach in Aussendungen betont, dass es hier weniger um einen Pferdefleischskandal, also um einen großen Konsumentenbetrugsskandal geht. Wir haben eine Anfrage auch vorbereitet an drei Ministerien, an den Gesundheitsminister, an den Minister für Land- und Forstwirtschaft, Minister Pelakovic, und an den Konsumentenschutzminister. Wenn Sie auf der Arbeiterkammer-Homepage nachsehen, dann erhalten Sie dort eine Broschüre, die festlegt, dass über 100 Gütesiegel und Lebensmittelmarken in Österreich gibt. Und wir gehen davon aus, dass sich ein Konsument, auch wenn er sich gut informiert, kaum einen Überblick verschaffen kann über diese Gütezeichen. Sie können das hier herunterladen. Das ist eine sehr gute Übersicht über die einzelnen Güte- und Markenzeichen, auch über die einzelnen Kontrollstellen. Wir haben in unserer Anfrage in erster Linie den Verbleib vom Pferdefleisch in Österreich hinterfragt. Wir möchten wissen, was passiert, wie groß ist der Im- und Export von Pferdefleisch in Österreich. Sie müssen bedenken, es gibt in Österreich 120.000 Pferde und keine Statistik darüber, wie viel importiert, exportiert und verarbeitet wird. Wenn Sie rechnen, dass ein Pferd vielleicht 10 Jahre auf einem Betrieb stehen bleibt, dann müssen Sie davon ausgehen, dass 10% dieser Tiere geschlachtet oder verwertet werden. Und es gibt da keine Statistik darüber, und hier wollen wir offene und ehrliche Auskunft über den Verbleib vom Pferdefleisch. Ein weiterer Punkt ist das mit Zähnen und Klauen verteidigte Gütesiegel der Agrarmarkt Austria. Hier haben wir auch schon einen Pressedienst dazu gemacht, denn das Gütesiegel der Agrarmarkt Austria gewährleistet in keiner Weise, dass rein österreichisches Fleisch in den Produkten enthalten ist. Wir haben hier unsere Anfrage, und Sie können auch in den Richtlinien für be- und verarbeitete Produkte der Agrarmarkt Austria das ersehen. Wir haben hier nicht nur das Rot-Weiß-Rot-Gütezeichen, das vielen vielleicht bekannt ist, sondern Sie haben hier auch ein blaues Gütezeichen über die AMA-Marketing, dann haben Sie ein blau-rotes Gütezeichen, dann haben Sie ein Gütezeichen über Bayern, auch mit dem österreichischen Gütesiegel versehen, und dann haben Sie ein graues Gütezeichen. Und diese Gütezeichen, neben dem, dass das rot-weiß-rote Gütezeichen auch 30% Fremdprodukte, also nicht österreichischer Herkunft, in den österreichischen Lebensmitteln zulässt, sind bei den anderen Gütezeichen ebenfalls von der Agrarmarkt Austria erlassen und vergeben Produkte enthalten, die nicht einmal aus europäischer Herkunft sein können, wenn Sie davon ausgehen, dass dieses graue Gütezeichen lediglich festlegt, und ich zitiere, uneingeschränkter internationaler Rohstoffzukauf möglich. Also Sie können von China, Sie können von Australien, überall her Produkte mit dem AMA-Gütesiegel versehen, nicht in Rot-Weiß-Rot, aber doch so, dass es unserer Ansicht nach in konsumententäuscherischer Absicht angebracht werden kann. Wir haben hier die Richtlinien, wir haben auch die Anfragen hier, die können Sie dann gerne mitnehmen, in welchen Punkten wir darauf eingehen wollen. Wie gesagt, wir wollen morgen auch wissen, welche Kontrollen in Bezug auf das verarbeitete Pferdefleisch gemacht wurden, denn offensichtlich wurden keinerlei DNA-Kontrollen in den letzten Jahren gemacht. Hier gibt es unserer Ansicht nach neben einem Kontrollversagen der Behörden, die von sich aus tätig werden können, auch ein politisches Versagen. Denn man hätte ja irgendwann mal hinterfragen müssen, was denn mit den vielen Pferden in Österreich passiert. Werden die exportiert, werden die verarbeitet und wo werden die verarbeitet? Denn dass das erst seit einem halben Jahr der Fall ist, dass Pferdefleisch aus Kanada oder aus welchen Teilen der Welt auch immer nach Österreich gelangt und niemand etwas davon weiß, das ist einigermaßen unglaubwürdig. Ein weiterer Punkt, den wir beleuchten werden, betrifft vor allem die Sport- und Turnierpferde. Ja, Sie wissen ja, die Sport- und Turnierpferde, das haben wir auch aus deutschen Medien schon vernommen, das werden mit hochwirksamen Medikamenten geimpft. Das sind in erster Linie Rheumamittel, die die Schmerzen bei Pferden unterdrücken. Und auch die wurden in Spuren in Pferden festgestellt. Und wir wollen wissen, was mit vor allem Sport- und Turnierpferden passiert. Denn es wäre ein Skandal, wenn die auch in die Lebensmittelkette gelangen würden. Und dann wollen wir eben die Aufklärung, warum man das AMA-Gütesiegel nicht in dem Punkt verschärft. Denn wenn Sie 30% nicht österreichische Produkte in Gütesiegelprodukten enthalten haben können, dann frage ich mich schon, wo hier die Transparenz bleibt. Es wird dann immer argumentiert, dass die Gewürze nicht in Österreich erhältlich sind und mögliche andere Bindemittel und dergleichen, aber es gibt kein Produkt. Es gibt kein Produkt in Österreich, das 30% Gewürze enthalten muss. Hier könnte man die Richtlinie auf ein Mindestmaß ändern, auf 5% von mir aus, dann wäre das glaubwürdig, aber nicht hier eine bewusste, unserer Ansicht nach bewusste Lücke in diesem Lebensmittelrecht zu lassen. Wie wir im Übrigen schon in mehrfachen Ausschüssen diskutiert haben, auch mit dem Sozialminister,
der für Konsumentenschutz zuständig ist, und mit dem Gesundheitsminister Stöger, dass wir ein wesentlich vereinfachtes Gütesiegelrecht in Österreich brauchen. Denn wie schon erwähnt, 100 verschiedene Gütezeichen sind reine Konsumentenverwirrung. Und es ist ein Witz, wenn der Herr Landwirtschaftsminister jetzt veröffentlicht, dass er die letzten Bremser in Europa aufrütteln wird, um ein einheitliches Gütezeichen zu erlangen. Er ist der, so teilt uns auch das Wirtschaftsministerium, das auch zuständig ist für Gütesiegel, sowie das Gesundheitsministerium und der Konsumentenschutzminister mit, er ist der Einzige, der sich nicht an die Regierungsvereinbarung aus dem Jahr 2008, 2009 hält und hier also mit beiden Händen auf dem Bremspedal steht, wenn es um ein einheitliches Gütesiegel geht.